Willkommen zurück hier bei Tomb Raider. Ja, ich muss ja einmal kurz drücken. Weißt du, ich muss einmal gucken, ob alles noch funktioniert. Bei Tomb Raider 3, beim letzten Mal, haben wir hier die Abschusscodes gefunden. Und jetzt müssen wir mal gucken. Da steht sogar was drauf. Sergeant John S. Hicks. Ja, der hat anscheinend reingeschissen, weil er seine Codes auf einem UFO verloren hat. Das passiert mir auch immer. Das ist so mein Daily Struggle. Und ja, wir haben Abschusscodes gefunden. Ich würde sagen, es ist Zeit, eine Rakete abzuschießen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr so ganz, wo die Rakete ist. Dementsprechend kann es sein, dass es einen Moment dauert, bis ich diese finde. So. Denn seit dem letzten Mal ist ein bisschen Zeit vergangen. Buffered for me for a few seconds. Let me check. No, there are no. There are no lost frames. Maybe you have to reload. Try to reload. Because I don't have any lost frames. Ich kann auch mal hier kurz aktualisieren. Das sollte eigentlich alles gut sein. For me, everything is green. So try reloading. Hier sind wir, ja. Munition. So, it's fine for now. Amazing. And if it's not, maybe you should light it up with dynamite. Ja, ich muss für alle, die jetzt auf YouTube schauen, gestehen, ich bin irgendwie seit, weiß ich nicht, 2, 3 Tagen wieder ein bisschen obsessed mit K-Pop. Fragt mich nicht warum. Ich habe das irgendwie alle 2 bis 3 Monate mal. Dass ich so eine kurze Phase habe, wo ich das irgendwie richtig viel höre, weil ich mir irgendwie denke, das ist gerade ganz lustig. Aber das Ganze ist dann auch irgendwie in ein paar Wochen wieder weg. Also eigentlich sogar ein paar Tage. Es ging, glaube ich, noch nie länger als eine Woche am Stück. Und ja, jetzt gerade, weiß ich nicht, höre ich wieder relativ viel BTS. Aber ich glaube, das ist wieder relativ schnell vorbei. Das gibt mir immer so kurzzeitig so gute Laune und dann denke ich mir mal, oh, das ist lustig. Aber das ist auch immer relativ schnell wieder vorbei. Also das hält bei mir eigentlich nie. Upsi. Danke. Das hält bei mir eigentlich meistens nicht mal eine Woche. Ja, aber irgendwie, ich glaube, dieses Mal ist es am stärksten sogar. Also ich glaube, so stark hatte ich das noch nie. So, wann wird Nevada Bennett fragt für einen Freund, deren Vater und deren Freund, deren Mutter, deren Opa, deren Schwester und deren Freund? Vielleicht heute? Ich weiß es nicht. Ich kann es schlecht einschätzen. Es kann sein, dass es heute schon zu Ende geht. Aber ich würde jetzt nicht drauf wetten. Also ich weiß ja, es ist nicht mehr viel. Wir sind eigentlich schon relativ nah am Ende. Deswegen, also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir es heute beenden. Doch, doch, ich bin mir sehr, sehr sicher eigentlich. Also Nevada wird heute wahrscheinlich beendet. Jetzt, wo ich drüber nachdenke. Hallo, junger Mann. Ich glaube, hier mussten wir lang, oder? Ich bin mir nicht sicher. Diaphon is coming on Wednesday and that seems so long away, even though it's 4 days. Oh no. You and your first world problems. Mussten wir hier lang? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube schon, oder? There are people that are dying. So. Ich muss da auch nochmal kurz den Kourtney Kardashian-Spruch bringen. Selbstverständlich. Kourtney ist eine weise Frau. So. First World Problems, I know, so ist es. Weißt du eigentlich die. Was eigentlich die Xenomorph sind. Ich habe das schon mal gehört, aber ich habe keine Ahnung. Also ich glaube, ich habe schon mal gehört. Oh. Gut. They can die while I'm unboxing my phone. Oh, that's so mean, actually. Ach ja, jetzt erinnere ich mich wieder daran. Aber ja, Lara zündet erstmal eine Rakete. Ist das nicht toll? Ich habe es aber schon wieder fast ein bisschen verdrängt, dass wir dann da reinlaufen müssen. Ich speichere einfach mal hier. Und ganz oben. Ganz oben. So.
Gut. Oh Mist, ich glaube, ich muss es noch mal machen. Weil ich brauche diesen Screen für den Dingens. Wir machen es noch mal. Warum startet sie eine Rakete? Ja. Gute Frage, weil es Lara ist, würde ich sagen. Ich glaube, das trifft es am besten. Die ist halt irre. Also eigentlich sollte es niemanden überraschen, dass sie das tut. Ich meine, sie hat Abschusscodes gefunden. Die denkt sich nur, oh, da muss ich jetzt erstmal hier, weißt du, eine Rakete starten. Aber stimmt, ich glaube, wir müssen da irgendwie lang oder so. Ich glaube, das war der eigentliche Sinn dahinter. Neben dem Sinn, dass Lara einfach nur irre ist. Und solche Dinge gerne in ihrer Freizeit tut. Sie bricht einfach in eine militärische Einrichtung ein und denkt sich erstmal, erstmal Rakete starten. Perfekt. Ach ja, die Jute. So. How was the dinner tonight? It was amazing. I had some bread and some fruits, actually. And how was yours? Hoffentlich trifft die Rakete auf die. Ach ja. Wer weiß, ne? Bei Lara ist alles zuzutrauen. That's so creative, thank you. But I had some French cheese with this, with the bread and some. It was like, I don't know, some. Ah, das Ding ist jetzt auf. And some Italian sauce, and it was amazing, actually. I'm not mad about it. And how about you? Tell me about your very creative dinner. Ich hatte zum Mittagessen Hamburger und zum Abendessen Hähnchen mit Knödel. Oh, das ist schön. Oh, das klingt lecker. Da bin ich neidisch. So einen Hamburger hätte ich jetzt auch gerne, muss ich sagen. Oh, ein Midi-Pack. Ich nehme das. Die PA. It was meh. I had steak pie, but I didn't eat a lot of it because it was very hot and I felt sick due the heat and I couldn't think of eating, so I put it away for later. Oh, you mean like later now? So you are trying to say that you would like to eat steak pie while you're watching the stream? That's very interesting. Oh nee, da hat schon wieder irgendjemand Hey gerufen. Ach so, hallo. Excuse moi. Ich gehe doch auf die andere Richtung. Weißt du? Maybe you get this fish burger from McDonald's. Yeah, of course. Oh. Gut. Now you're putting words in my mouth. No, I would never do that. Why are you lying? Momentan machen die Leute auf Hamburgerbrötchen irgendwas mit Alkohol, finde ich voll bescheuert. Ach ja, es gibt doch immer wieder irgendwelche crazy Trends. Also mich schockiert das jetzt nicht. Aber ich habe es tatsächlich noch nicht gehört. So. What drink do you got? I've told you this already. I have some raspberry tea. Gut, da wurden wir mal kurz erwischt. Ich renne hier einfach mal kurz und mache einfach diesen. Oh, das hat toll funktioniert. Und diesen. Oh, man hätte sich da auch anhängen können. Oh, toll. So.
I was away when I got my Coke. Ah, okay. Ratet mal, was ich trinke. Ich würde sagen, du trinkst Fanta. Ich hätte jetzt gern welche, deswegen sage ich das. Jetzt wäre eine Fanta echt geil. Manchmal habe ich mega Bock auf so Fanta oder Sprite. Manchmal auch auf Cola, aber meistens auf die anderen. Das ist nicht so gut. Um den kümmern wir uns mal zuerst. Eistee mit Waldkirschgeschmack. Boah, das ist aber auch geil. Ist auch so ein bisschen sauer wegen Waldkirsche. Boah, das könnte geil kommen. Muss ich ehrlich gestehen. So. Will you buy red, white or black? I don't know. I don't know if I would buy anything. I'm not sure yet. There's no decision made, so... Fanta habe ich, glaube ich, dieses Jahr noch nicht getrunken. Ja, dann wird's Zeit, hör mal. Ich aber, glaube ich, auch nicht. Deswegen, weiß ich nicht. Aber das hier ist auch so gemein, weil es halt so aussieht, als könnte man hier irgendwas tun. Aber ich glaube, man kann da gar nichts tun, oder? Nee. Wir können ja mal versuchen, darüber zu springen, aber das wird halt auch safe nicht funktionieren. Ach ja, das ist so ein bisschen gemein gemacht hier. Das sieht nur danach aus, als könnte man da raus, aber da kann man gar nicht raus. I will make a stream about my unboxing. Oh, okay. Please send link. Achte mehr auf meinen Körper. Gesund. Ja, deswegen trinke ich gerade Tee. Ohne Zucker. Natürlich. Ja, da kommt ihr nicht raus. Oh, you're making a stream. That's amazing. I'm looking forward to your stream. Probier's noch einmal, aber es wird nicht funktionieren. Ich bin mir sehr, sehr sicher. Das ist kurz davor. Und das ist extra so böse gemacht. Dass man das glaubt. Okay, einmal will ich noch. Einmal müssen wir uns noch angucken, wie sie stirbt. Oh, es ist so knapp, es ist so knapp. Leider ist sie da wirklich sofort tot. Ja gut, so fast auch, aber damit kann ich leben. Hallo. Ach nee, noch einer. Nee, mach mal nicht. Mach mal nicht. Please do not shoot, junger Mann. Danke. Eine CD. Die nehme ich. What do you make the noise F if you're jumping there in real life? Why do you make the noise? I don't know. I don't even know which noise I made. So, good question. So. Maybe you should do the noise and then maybe I know what noise I mean, do and maybe then I know what what noise you mean. So, so ist richtig. Oh, schön. Da bin ich direkt reingerannt. I want a stream from you when you buy a phone about you unboxing this. No, I will not do this. Stop it. Müssen wir jetzt nochmal mit dem Typen? Nein, oder? Nein, wir haben die CD jetzt da. CD zur Code-Freigabe. Noch eine. How am I meant to make the noise? Just do it. Do it right now.
And why are you lying? Naja gut, so kann man auch sterben, weißt du? Naja, ich habe auch irgendwie gerade keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen. I'm not, it's here, yeah, and mine is here too. So, yeah, I'm so happy with it. You haven't ordered it. Yes, I had. It's here. It's with me. Ah, hier sind wir. Das heißt, wir kommen jetzt einfach bei dem Alien wieder raus. Das passt ja. Proof. Oh, you're here. Wait a second. Here, that's the phone. And it's totally not some calculator. It's the phone. So. Gut. Kurz mal ein Telefon bestellt. Bräuchten wir das hier? Ich glaube schon. Totally, ja, so ist es. Gut, You're so good at acting, thank you. That's from my new career, you know. That's where I'm learning this. Hello, Mr. Alien, wie geht es Ihnen heute Abend? Kann Lara da eigentlich raufgehen? Gut, das machen wir jetzt nicht. Ich will das Medipack haben. Career of Dreaming, totally not. Are you sure it was your ass you smacked? Stop it. That's very unappropriate. Was machen Tiere in der Disco? Erzähl mal. Habe ich das hier eigentlich auch aufgemacht? Ich glaube schon, ne? Ein Wal! Wal! Sogar zwei. Oh. Oh. Das sieht sogar noch cooler aus. Diskutieren, ja, wunderbar. Das passt doch perfekt. So, jetzt ist so ein bisschen die Frage. Ist das jetzt schon auf? Ich muss einmal auschecken, aber es müsste eigentlich, oder? Oh nee, da oben wäre ein Dings gewesen, ein Weg. Ich glaube, den werden wir nicht mehr finden. Sag ich ehrlich. Ja, das UFO ist offen. Das müsste ja irgendwo da sein. Da sehe ich nichts. Wir werden die Dings jetzt nicht mehr besuchen. Walen Area 51. Interessant, so ist es. So, dann würde ich sagen, rein in das UFO. Oh, ist auch schön hier drin. Überhaupt nicht eklig sieht der Boden aus, wie er pulsiert. Nein, nein. So möchte ich auch durch die Gegend reisen. Ich stelle mir nichts schöner vor, als so rumzufliegen. Die Aliens entwickeln sich in Wahl. Ich glaube es auch. Mensch, das ist ja wie ein 5-Sterne-Kreuzfahrtschiff hier drin. Mann, da habe ich was gesehen. Hallo. Please give me Stein.
Stop doing this. Ja gut, dann die spawn mal ruhig, junger Mann. Oh, da geht's woanders hin. Wir müssen uns hier erstmal umgucken. In diesem, naja, merkwürdigen Objekt. Aber das sah von außen viel kleiner aus. Das fällt mir irgendwie jedes Mal aufs Neue auf. So, hier muss doch aber jetzt irgendwas Interessantes sein. Das sieht hier so wild aus. Ich möchte hier gerne hoch. Das Grün gefällt mir, muss ich gestehen. Oh, ihr habt Freunde mitgebracht, wie ich sehe. How special friend because your bestie is with him? No, he's not. Ich glaube, das ist sogar noch ein cooleres Thumbnail. So. Ich muss echt gestehen, das sieht ganz cool aus. Das ist schick. You were at the mountain party with them, yeah, of course. With the ghost. Oh, sie haben vier Finger. Schön. Nichts, hey. Maul halten. Ach, das sind gleich zwei. Stop it. That's very inappropriate. So, die droppen nix. So. Haben sie Angst vor Asiaten? Ich weiß es nicht. Vielleicht sollten wir ein bisschen K-Pop anmachen. Then how is he? I don't know. Is he still doing that thing I refuse to say? Go ask him. Okay, ich stelle auf laut vorher, weil ich weiß nicht, was kommt. Aber let's go. Schließen Sie das Kapitel Nevada ab. Oh nein, das war ja schwierig. So, wir haben jetzt Südseeinseln und London. Wir gehen erstmal auf die Südseeinseln. Ah, ich bin schon da. Gut. London machen wir dann auf jeden Fall zuletzt, weil, naja, aus Gründen, ne? Boah, ich muss die Folge wieder so benennen jetzt, wie ich die alte auch benannt habe, weil die alte übel viele Views gekriegt hat. Ach ja. Aber auch erst seitdem der Remake raus ist. Das finde ich auch sehr, sehr spannend. Ich frage mich immer, woran das liegt. Aber wir haben ja schon herausgefunden, dass manche Leute der Meinung sind, dass Tomb Raider 3 das schwierigste Spiel ist von den alten Tomb Raider Spielen. Vielleicht liegt es daran, wer weiß. Nicht mehr lange, ich glaube schon. Noch ganz, ganz lange. Das kann für mich nicht lange genug sein, wenn ich ehrlich bin. London ist wirklich nicht mein Favorit. Titel ändern. Ich müsste ja jetzt umbenennen in Lara McCloud, die Aliens. Wie schön das ist. Warte mal. Oha. 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 Ich höre ein neues Thumbnail. Oder ich sehe es. Schon vor meinen Augen. Wie sah das früher aus? Ah, früher war aber auch schön, muss ich sagen. Aber oha. Das sieht ein bisschen aus wie Bali. Also Lara macht jetzt Urlaub auf Bali, würde ich sagen. So können wir das jetzt ruhig nennen. Weil es erinnert mich auch immer so ein bisschen an Tomb Raider 4, so dieser Griechenland-Level, wo man da auch so am Wasser, nicht Griechenland, Ägypten-Level, wo man auch so am Wasser ist. Den habe ich auch geliebt irgendwie. Der war richtig cool. Tomb Raider 4 ist auch so ein ganz, ganz schwieriges Spiel. Es ist eigentlich schon ziemlich geil, aber manchmal auch ein bisschen komisch.
Aber wenn man spielt, ist jedes Mal wieder lustig. Ich hoffe, es kommt auch noch ein Remake davon und natürlich von Tomb Raider 6, das ist klar. So. Ist da was drauf? Ich glaube, da ist was drauf. Oder gibt es Aliens auch in der in der Nordseeinsel? Hab vergessen, wie der Level heißt. Der Level heißt Küstendorf. Und ob es hier Aliens gibt, das weiß ich nicht. London is the best, then go move there. Why are you not moving there? So I think your new name will be London Tipton here. Because you refuse to work like she does, so I think that would be perfect. Das könnte funktionieren. I'm looking at your videos to see if there's any bitches complaining about stupid stuff. Not again. Oh Moment, wir könnten auch da eigentlich gegenspringen, glaube ich. Das müsste gehen. But I think at the moment there are no bitches complaining. None in the Tomb Raider series, yeah. Aber es kann auch meinetwegen gerne so bleiben. Ich möchte nicht wieder irgendwelche Menschen haben, die sich unter meinen Videos komisch beschweren. Ach, das ist ein Secret. Toll. Das war ja sehr schwer zu finden. Oh, Moment. Wir müssen auf Laras Dingens gucken, auf ihren Pass. Aha, guckt. Ihr seht, sie ist in Indonesien eingereist und aus den USA raus. Das ist interessant. Das ist schon cool. Und wir haben, wie heißt der Stein eigentlich? Wir haben Infada-Stein, wir haben Element 115. Gut, sehr kreativ. Das ist wohl ein neuer Kreativpunkt. Oh Gott, war der schlecht. So. Aber schon irgendwie ganz süß hier gemacht. Oh nein, ich bin irgendwo runtergefallen. Da gehen wir mal noch nicht lang. Wir gehen erstmal in die Bude. Weil Lara wird nämlich jetzt Hausbesetzerin. Hallo? Ist hier jemand, der Beef will? Ich bin ready. Ist das ein Knopf? Ich brauche einen Schlüssel. Jetzt wäre es immer für dich da, wenn du hinfällst. Erzähl es mir. Das klingt jetzt schon schmerzvoll. Boah, das ist schon sehr cool. Da können wir ein paar coole Thumbnails machen. Da muss das Alien leider weichen, denke ich. Ich habe Beef von 3 Leuten aus meiner Klasse. Oh. Ach, der Boden. Oh. Und warum hast du Beef mit 3 Leuten? How many pics of the sky do you have after the stuff that happened? I don't know how many. But we need some... You know, we need some pictures for thumbnails and stuff, so... Maybe that's something for your new editing job. If you see something that looks great, do a screenshot. Ich trinke mal kurz was. Moment. I hope he doesn't go live at 4 AM again. Why not? Junger Mann, ich habe ihm nichts getan. Junger Mann, ich glaube es wohl. Sind Sie ein sexueller Belästiger? Ich glaube das schon.
So. Lassen Sie mich in Ruhe. Because no, why not? Ist das wieder so ein Matsch, wo wir drin versinken? Sieht so aus. You have to go watch the sky situation today, so... Oh, wir wurden getroffen. Schön. Ich lad nochmal. Das war eventuell dumm. I do, I'm charging my phone now. Amazing. So have fun with that. I am going to... Also ja, für alle, die sich fragen, worüber redest du? Es ist ja jetzt dieser Sonnensturm, oder wie das heißt, ne? Also es ist jetzt das Wochenende am 11.05. Und letzte Nacht war bei mir schon lila. Und ich will heute nochmal gucken. Und da werden wir mal sehen, ne? Werden wir mal gucken. Bisschen gucken. Genau. So. Das hat gut funktioniert. Junger Mann. Please do not. Au. Ich hätte dir noch eine Chance gegeben, aber jetzt Schluss. Auch wie die sterben so. First I will try inside and then my phone camera and if it doesn't work, I will tell my dad I'm going outside for this amazing. And I will take a trip down my neighborhood for some better places for to get these pictures. Yeah, the best place is where no light is. So go somewhere where it's really dark. But if you see some strange people, run, actually. So better watch out for strange people. Weil ich die absolut nicht leiden kann. Ah, okay. Und aber hast du denen irgendwas getan? Oder haben die dir irgendwas getan, dass ihr jetzt Streit habt? Oder wie sieht das aus? Oder ist das einfach nur so eine Situation, die es jetzt gibt? There are a lot of strange people here. A special friend is one of them. Oh, he doesn't live near me. So, oh, maybe he should. If I will ever meet him, I will tell him everything that you've told me. I'm gonna spill the tea. Then I move to Mars. Amazing. Maybe you could ask these aliens. Wir haben es geschafft, dass meine vorletzte Klasse nicht cool wird. Ah, okay. Ja, manche Menschen sind leider so, ne? Das ist immer schwierig zu sagen. Manche sind einfach ein bisschen strange. Und dann vermiesen die einem auch noch selbst ein bisschen was. Ich verstehe das schon so ein bisschen, muss ich gestehen. Aber ich weiß nicht, ich bin da mittlerweile auch irgendwie ein bisschen anders geworden. Ich hatte ja auch so Leute in der Uni, die immer Mist gemacht haben und irgendwie genervt haben. Das ist das Gute an der Uni. Oft sieht man die Leute so einmal und dann einfach nie wieder. Und ich denke mir jedes Mal nur so, ja, bitte komm nie wieder. Ich hatte mal solche, die haben jedes Mal die ganze Zeit aufgezeigt. Ich fand es so nervig. Wirklich jedes Mal haben die 50 Mal in jeder Vorlesung aufgezeigt und irgendeinen Müll gefragt. Manchmal hat der Prof schon irgendwas vorher gesagt. Also er hat es erklärt. Und die haben einfach aufgezeigt und dasselbe nochmal gefragt. Ich denke mir jedes Mal so, oh, was ist falsch mit dir? Get some help. I wish it still isn't light outside at 21 o'clock. Yeah. That's true. Da ist irgendwas Rotes. Ich nehme das. Aber ja, ich finde das unfassbar nervig. Also wirklich, ich denke mir immer so, hör doch einfach zu. Du blöde Kuh. Aber das war so eine Dreiergruppe immer.
Und die haben immer so Mützen aufgehabt. Immer die gleichen Mützen. Es war irgendwie, weiß ich nicht, 50 Grad im Schatten. Und die hatten so Wollmützen auf. Und ich dachte mir immer nur so, ja, dass ihr nichts versteht bei der Hitze, die in eurem Kopf abgeht, das wundert mich nicht. Ach, das ist ein Secret, toll. Schlangenstein. I'm going to tell my dad right now, I'm gonna they and get some Northern Light picks from my window and if it doesn't work, I'm gonna go outside and try it here. Ah, okay, yeah. Do this. He should know. So if you get stolen, he needs to call the police immediately. Ich muss nochmal zurückgehen, glaube ich. Ich habe das Gefühl, ich habe da was übersehen. Guck nochmal. Hab aber bis zum 1. Juni Ruhe vor Ihnen. Das ist doch schön. Immerhin etwas. Geht das irgendwo hin? Nein, oder? Ich glaube, wir gehen da später lang, aber wir können ja einmal gucken. Was? Jetzt bin ich hier und hier kann ich einfach so rumlaufen? Ich hatte mit diesen Uni-Leuten halt auch Glück, dass ich die nur ein Semester gesehen habe und dann waren sie für immer weg. Das war eigentlich ganz schön. Da ist ein Medipack. Gut, dass ich das jetzt sehe. Hä, als ob wir da drankommen? Nein, oder? Das wird nicht funktionieren. Wir probieren das einmal von ganz der Seite aus, damit wir wirklich so das Maximum an Höhe haben. Sleeping now, I could also just write a piece of paper. I'm outside trying to get some pics for the Northern Lights. Yeah. Gut. And maybe you sent him your location or something. Boah, das sieht echt super knapp aus, ne? Also wir probieren das jetzt noch einmal und dann gehe ich auch wieder zurück. Ich glaube auch, wir gehen da gleich lang, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. So. Maybe, so ist es. Da ist noch so ein Ding. I think my place is a good place for a picture without having to adventure. Ooh. Without having to adventure into some strange place. Amazing. But maybe you should go to some strange place. Oh. Okay. I don't know, maybe go something wild, like a gas station or something. Ach ja. And you're coming with me, I mean, I think I am forced to something that I don't want to do, so. My area is strange enough and it's without having to find a strange place. Yeah, I think so, you're perfect for the area. Was kommt eigentlich, wenn du die drei Level beendet hast? Dann kommt der letzte Level tatsächlich. Also da kommt noch einer. Ich
denke mir gerade, was passiert, wenn wir da eigentlich reinspringen? Sterben wir dann? Wahrscheinlich, ne? Aber ja, nach den drei Leveln kommt noch ein Level. Ich werde jetzt mal nicht spoilern, was passiert, weil das ist so ein bisschen storyrelevant, aber ja, da kommt noch was. Wo geht's dahin? Das verrate ich noch nicht. Falls es dich interessiert, kannst du ja mein altes Let's Play anschauen. Ach, da sind Klingen. Warum auch nicht, ne? In meinem alten Let's Play hatte ich damals den lustigsten Bug ever. Toll. Bin faul, warte ab. Perfekt. Ist auch besser so. Oh. Okay. So. Ach ja, so. Wo bin ich hier? Okay. Gut. Is your area a strange place? I don't think so, actually. Right here, just nothing happened, so... And there's not much where something can happen. So I think that's the only reason why it's not a strange place. Ah, hallo! Oh nee, wir haben nur eine und wir brauchen drei, glaube ich, oder? Ach, was ein Code. Maybe we switch places. Yeah, great idea. Warum haben Frösche die Schule nur einen Tag beendet? Erzähl mal. Sorry, wenn ich euch hier zwischendurch so einen vorgehe, ne? Ich bin ein bisschen müde. Gestern habe ich auch bis 4 Uhr Nordlichter geguckt. Deswegen, oh. Ja, ich bin manchmal ein bisschen komisch unterwegs. Aber jetzt, wieso fehlt denn jetzt genau einer? Das ist so gemein. Wo ist dieser denn? Weil die nur Quark sagen wollen. Perfekt. I'm seeing if I can see it a little with my phone and now there's a car and now I don't know if I want to do it with my phone right now if there's a person if it looks like I'm taking pictures of stuff. Yeah. Maybe you should pretend to take pictures of this person. That would be that would be amazing, I think. Please do it. Great idea. Ach man. Morgen läuft auf RTL Fast and Furious Hobbs and Shawn. Falls jemand Fun davon hat, ja. Falls es jemand gucken will, guckt es euch gerne an. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Obwohl doch, ich habe mal irgendwas davon gesehen. Doch, doch, ich erinnere mich. Das war dieses blaue Auto, oder? War es überhaupt blau? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall ein Auto. Oh Mist, jetzt fällt mir sogar mehr ein. War das nicht auch der eine, der so Rennen in der Schule gemacht hat? Wieso weiß ich immer nur so eine Scheiße? Maybe you take pictures of your neighbors and put it to OnlyFans. Yeah, that's a great idea. I'm gonna sell my neighbors on OnlyFans. Keine Ahnung, gut. Dann wissen wir Bescheid.
Also uns fehlt jetzt noch eins. Ich denke mal, ich sollte jetzt rüberspringen, oder? Probier's'n. Ui. Okay, also uns fehlt jetzt noch ein Stein. Wo der ist? Ich weiß es nicht. Geht's hier noch irgendwo hin? Like, are you telling some middle-aged woman who looks confused? If somebody wants to pay for this? That sounds so funny for some reason, yeah. Wenn dafür jemand bezahlen will, dann why not, ne? Da würde ich meine ganzen Nachbarn verkaufen. Ach ja. There are some people who would kill for a picture like this. Yeah. So come and buy. Come buy. I think that's some, I don't know, Asian store. Come buy. I think that's how my OnlyFans will be called. Ich weiß nicht, wo das dritte Ding sein soll. Ich habe keine Ahnung. Wir waren oben, wir waren unten, wir waren rechts, wir waren links. Wahrscheinlich liegt das ja einfach irgendwo ganz normal offen. Und das Leichteste finde ich mal wieder nicht. Das wäre typisch. Oh. Was sagt ein Polizist mit sächsischem Dialekt? Verrat es uns. Yeah, I'm trying right now and it looks like there's nothing right now. Sounds great. Great success. Sagt doch immer dieser eine Typ. Das sieht so aus, als könnte man da hochklettern. Ägyptisch, ich schieße. Ja. Ägyptisch, ja, das passt gut. Gut, das hat super funktioniert. Das hat auch keiner von denen Schlüssel hinterlassen, sodass wir in die Bude kommen, ne? Das ist so dreist. Ich spring erstmal wieder da hinten hin. Nee. Ich muss auch gleich ganz dringend mal wieder lüften. Es ist so fucking warm. Oh nein. Oh nein. Bringt das was? Hä, als ob wir hier drauf nicht stehen können. Ich wollte schon sagen, das wäre dreist gewesen. Aber ich sehe auch nicht, zu uns das hinführt. Können wir da vielleicht drauf stehen? Wahrscheinlich nicht, ne? Where about are you going for the sky? I'm just going outside my house actually. I'm not going far away today. Okay, anscheinend habe ich mich da gerade auch ein bisschen durchgebackt.
Because yesterday I've been somewhere else and it was almost the same like at my house, so there was no big difference. Aber das ist safe wieder nur ein Secret, oder? Ach Mann, habe ich da oben gespeichert? Ich hoffe. Ja. Ist das ein Secret? Bitte nicht, lass mich was gefunden haben. Okay, es ist bisher kein Secret. Geht's hier noch irgendwo hin? Sieht nicht so aus. Och Mann. Seine Scheiße. Toll. Okay, wir wissen auf jeden Fall, dass hier jetzt nichts weiter ist. Wir wissen aber, hier geht's noch irgendwo lang. Ich glaube aber auch, das ist nicht gewollt, dass wir da lang gehen, oder? Sieht für mich nicht gewollt aus. Wo müssen wir denn hin? Ich verstehe es nicht. Ich glaube auch damals, als ich das Ganze das erste Mal gespielt habe, da hatte ich das gleiche Problem. Ich wollte gerade sagen, geht's da irgendwo hin, aber nein, tut's ja nicht. Ja, Lara, fall ruhig runter, kein Problem. Ich glaube aber, es hätte uns sowieso nichts gebracht. Da waren wir. Dann würde ich sagen, wir gehen nochmal in diese Richtung. Oh Moment, ich muss noch eine Sache ausprobieren. Vielleicht habe ich mich da auch einfach nur verguckt. You never know. So. Toll. Klasse gemacht, Lara. Mon Dieu. Ja, ansonsten machen wir Schluss und dann gucken wir beim nächsten Mal weiter. Ist das? Oder ist das nicht? Nee, das ist... Hä? Oder ist das doch? Ist da was? Da ist was. Ich hab's doch richtig gesehen. Warte mal. Das sieht schon echt krass aus. Reaction or not? I'm not sure yet. Ah, toll, ja. Hier ist der dritte. Ach, ich bin doch nicht mal so blind. Entweder bist du blind auf beiden Augen oder nur einfach blöd. Ich bleib jetzt nicht sachlich. Das wird weiter diskutiert. Adlerauge, ja, 50 Millionen Stunden zu spät. I have a 7-minute one I wanna do. Ooh, that sounds interesting. So, dann würde ich sagen, wir setzen das Ding jetzt noch da ein und dann machen wir Schluss für heute.
Und dann gehen wir auf Twitch noch rüber zu Resident Evil und auf YouTube. Ja, machen wir dann Schluss für heute. So, hello, ich muss hier einmal hoch. I have 2 7-minute runs, so can we do both tonight? I'm not sure about that, but we will see. Crazy time mit Mask Winter, so ist es. Gelange nicht in den Schlüssel. Moment, gelange nicht in die Schüsse des Schmugglers, in das. Ich hab's nicht ganz gesehen. Oder ging's um einen Schlüssel des Schmugglers? Weil wir nicht in das Haus gegangen sind, aber ich habe keinen Plan, wo der Schlüssel sein soll. Hast du Schlüssel? Ich glaube nicht. Gut, ich gehe nochmal zurück zum Anfang, weil ich werde sonst safe nicht mehr wissen, wo ich herkam. Das war hier, oder? Ja. Dann würde ich sagen, an der Stelle verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir werden uns beim nächsten Mal wieder sehen. Dann schauen wir, was uns noch hier so in Indonesien erwartet. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.